Herzlich willkommen bei What's Opera Doc. Herzlich willkommen auf What's Opera Doc. Herzlich willkommen bei What's Opera Doc. Herzlich willkommen auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Und alle, die im Klassikbereich arbeiten. Wir wollen das Miteinander wieder haben und dafür werden wir auch kämpfen. Nee, wir müssen reduzieren mit Qualität. Aber die Qualität dürfen wir nie, wenn wir das tun und dann wir opfern auf dem Verpackungsaltar und auf diesem ganzen Blabla-Altar, opfern wir die Qualität, das dürfen wir nicht. Und ich finde es immer beeindruckend, wenn man dabei bleibt. Die Produktion, die von Anfang an 6,5 Wochen Proben vorgesehen hat, ist sowieso schon von Anfang hat eine Kinderkrankheit. Das geht, das kann sich nicht gut ausgehen. Ich habe sehr viel gesungen, ich habe sehr viel Opernabende gesungen. Und die Hälfte davon hätte vielleicht auch genügt und ich wäre persönlich noch besser gefahren in meinem Leben. Man wird so fixiert auf dieses, wann darf ich endlich singen, dass man alles dafür macht, die absurdesten Dinge. Ich finde diese Ängste und diese Geschichten schauderhaft und ich finde, wir leben in einer Zeit, wo es so eine falsche Herangehensweise überhaupt nicht mehr geben darf. Und es ist nicht rechtens, dass ihr während Schwangerschaft und Stillzeit gekündigt werdet. Und dein Beruf ist brutal, ja. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich, es ist eine Belastung für den Körper, für deine Psyche, ja. Oder irgendwie, dass man auch merkt, dass einem Operndirektor und Direktorinnen auf den Bauch schauen. Und dich scannen, hast du zugenommen, hast du abgenommen und das Gewicht einfach irgendwie dann permanent ein Thema ist, wenn man nicht der schlanken Norm irgendwie angehört. Man ist nie richtig. Du bist entweder zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Es passt immer irgendwas nicht. Wie lange habe ich selbst mich nicht getraut, irgendwas darüber zu sagen? Und ich muss sagen, das ist sehr, sehr, sehr befreiend für mich, dass ich jetzt über diese Themen spreche und offensichtlich wir Menschen helfen können mit dem, was wir da von uns geben. Jede Oma, jeder Bauarbeiter neben mir, Entschuldigung, ich will niemandem zu nahe treten, jeder hat schöner gesungen als ich, die haben alle Töne getroffen. Ich dachte, wie machen die das denn? Ich kann keinen Ton mehr singen. Ja, das ist Missbrauch, ja, das ist stimmlicher Missbrauch, das ist Körperverletzung, das zerstört Menschenleben. Das muss wieder anders werden. Der Intendant muss täglich durch sein Haus laufen und schauen, ob es allen gut geht und nicht die Leute anpfeifen. Man vermutete natürlich auch, dass die Finger hinter der Bühne immer sehr lange sind, die Telefonate sehr weit reichen. Man wusste nicht, was hat das für Auswirkungen auf einen weiteren Verlauf der Karriere. And we're also dealing with toxic workplaces that would make even the healthiest, happiest person in the world want to scream into a pillow at the end of the day. Ich glaube, die einfachere Frage wäre, was läuft richtig? Denn es läuft eigentlich grundsätzlich alles falsch. Es geht um psychische Ausbeutung, um verbale Übergriffigkeit, geringe bis gar keine Wertschätzung. Und das einfach über einen längeren Zeitraum ist so zermürbend. Wären die Machtstrukturen nicht so stark, dann würden sich wohl mehr Betroffene trauen, über ihre Erlebnisse zu reden. Jetzt haben viele Angst, dadurch ihren Job und ihre Karriere zu verlieren. Etwas, worauf sie ihr Leben lang hingearbeitet haben. Und genau das erwarte ich eigentlich auch in diesen Positionen. Der Umgang in den Theatern wird ein anderer. Wir werden uns erweitern, wir werden von vielen Kulturen nicht nur lernen, sondern wir werden auch eine ganz andere Form der Führung und Leitung von Theatern haben. Wie kann ich eine wirklich gute Autorität sein, die eine starke künstlerische Vision hat und den Leuten so viel Platz lässt, dass sie von alleine mitmachen wollen? That we really need to start having a bigger conversation with all of us who are involved in what do we want for this art form and how do we move it forward together and what does leadership look like? Es ist ein systemisches Versagen, die Kultur in eine solche Ecke zu stellen, die Kultur und die Künste
so misszuverstehen. Es ist eigentlich, muss man sagen, unentschuldbar. Es ist ein Skandal, dass so etwas passiert ist. Es gibt das Grundrecht der Religionsfreiheit, der Versammlungsfreiheit. Es gibt aber auch die Unantastbarkeit der Kunstfreiheit und der Kunstausübung. Die Wirtschaft in Deutschland ist mit 0,3% gewachsen. Ist natürlich fein für diese Bereiche, aber für die Kunst ist es eher ungünstig, weil die darstellenden Künste hatten Verluste von bis zu 85% zu verkraften. Und es ist mir so ein bisschen ein Herzenanliegen, dass ich was dazu sage, weil ich habe mitbekommen, dass die Damen und Herren da drüben im Orchester, die bekommen heute gleich 30 Euro pro Abend fürs Spielen. Und das finde ich in einem Kulturland, Burgenland, bei 100 Jahre Burgenland, bei einem sozialdemokratischen Land, finde ich das beschämend. Junge Orchestermusiker, die einen Abend lang spielen und dafür dann nur 30 Euro Gage bekommen. Das hat Mitte August für Aufsehen gesorgt beim Festakt 100 Jahre Burgenland. So niedrige Honorare sind aber keine Seltenheit in der freien Kulturszene. Wenig Geld für gute Musik oder gute Darstellung gibt es nur zu oft. Dagegen soll ein Fairness-Paket kommen. Ab sofort ist Fair Pay in allen Förderprogrammen des Bundes ein berücksichtigungswürdiges Kriterium für die jeweiligen Beiräte und Jurys. Zusammenschlüsse, Aktionsgemeinschaften, Künstlerrechte, da ist sicher was passiert. Und wenn man das mitnehmen kann aus der Zeit, ist das ein großer Schritt. Wir wollen uns mit den positiven Aspekten beschäftigen, dass wir was verändern können und in die positive Richtung was verändern und uns nicht streiten mit Leuten, die da sowieso keine Veränderung sehen möchten. Veränderung beginnt einfach bei jedem selbst. Und das ist auch ein Grund für diesen Podcast, dass wir die Leute ermutigen wollen, ihren Weg zu gehen, auch wenn er unmöglich scheint oder wenn Kompetenzen vielleicht noch nicht so vorhanden sind. Wie möchte ich in dieser Welt agieren, mich fühlen und dann tatsächlich neue Wege zu erschaffen und zu entwickeln für sich? Da steckt unsere Kraft, unsere Macht. Und in diese Kraft dürfen wir endlich kommen, und zwar jeder für sich. Also es liegt an uns, immer an uns. Und auch wir Menschen sind jetzt gefragt. Es kommt keiner von oben irgendwoher, weder aus der Politik, noch aus der Religion, noch aus den Ärzteschaften. Wir sind diejenigen, die jetzt in die Kraft kommen müssen. Und wir entscheiden, was wir haben wollen. Und wir tun schon die ganze Zeit. Wir müssen uns nur bewusst werden, was wir wollen. Nämlich eine friedliche Erde, ein Paradies. Und das kriegen wir wieder.